Guten Morgen. Morgen. Wie sieht denn das Fenster da oben aus? Das sehe ich ja jetzt erst. Oh Mann, das muss mal wieder geputzt werden. Aber dringend. Sieht ja schrecklich aus. Boah. Schatz, könnten wir das vielleicht heute oder morgen machen? Aha. Okay. Also, denk bitte daran, dass wir die Fenster putzen müssen, ja? In den nächsten Tagen, dringend. Hast du mich verstanden? Naja. Also, bist du dann dabei? Hilfst du mir? Also, da bin ich ja gespannt. Ich kann das nicht alleine, da brauche ich schon Hilfe. Also, dann der Termin steht, genau, morgen früh um 8 Uhr. Danke, auf Wiederhören. Ach Mensch, jetzt sind wir heute wieder nicht dazu gekommen, die Fenster zu putzen. Bei Nacht kann man das eh nicht sehen. Gute Nacht. Schlaf gut. Können wir das morgen machen? Morgen früh um 8 Uhr. Jetzt ist er doch schon im Büro. Ja, ich denke, der wollte mir heute beim Fensterputzen helfen. Was ist das denn? Oh, Hilfe! Ein Einbrecher, ein Dieb, ein Gauner. Tun Sie mir nichts, ich tue Ihnen auch nichts, Hilfe. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Gehen Sie weg, 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 weg. Hallo, Schatz. Schatz, hier ist ein Einbrecher am Dachfenster oben. Oh, und ich liege noch im Bett. Ich habe solche Angst. Was soll ich bloß tun? Ja, aber das ist doch nur der Fensterputzer. Welcher Fensterputzer? Na, der Fensterputzer, den ich engagiert habe. Ja, aber das habe ich dir erzählt. Gestern Abend. Dass heute früh um 8 der Fensterputzer kommt. Also, das hast du überhaupt nicht gesagt. Das hast du wahrscheinlich geträumt, kurz vor dem Einschlafen. Du hast nur gesagt, wir putzen morgen um 8 Uhr. Och du! Also, auf diesen Schreck brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee. Oh, diese Männer, dass die sich doch nie klar ausdrücken können.